Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen spätherbstlichen Radeltour hier bei Lippstadt. Unser Start ist hier Eichelborn am LWL Akademie für Gesundheit, Gesundheits- und Pflegeberufe. Ja, es ist ja ein wunderschöner spätherbstlicher Tag bei viel zu warmen Temperaturen. Wir sind hier auch schon in der Klostermärsch am Aussichtsturm Klostermärsch, wie ihr seht. Ja, mache ich mich hier jetzt die Stufen hoch. Und ihr seht, ein sehr schöner Ausblick hier. Sehr schöne Lippe, Auen, Gebiete, wie ich finde. Es lohnt sich, hier mal hochzugehen und sich das anzuschauen. Ja, wir sind denn auch weiter auf dem Weg hier Richtung Benninghausen. Hier scheint wohl vom LWL der Wohnverbund Lippstadt zu sein. Hier in der Dorfstraße, die wir hier queren müssen, wo wir jetzt hier links einbiegen zum katholischen Friedhof von Benninghausen, der hier zur linken Hand ist. Und dann geht es hier weiter, schnurstracks Richtung Lippe. Hier ist dann eine Grillhütte, Benninghausen nennt sich das, mit einem schönen Blick hier von dieser sehr schmalen Bank, wie ich finde. Aber hier kann man sich's gut gehen lassen und mal die Seele baumeln lassen. Ja, hier eine kleine Brücke. Bisschen schmal, also muss man wohl ein bisschen aufpassen, wenn dann jemand entgegenkommt. Und ihr seht zur Linken sehr schöne Einblicke in die Lippe. Ja, jetzt treffen wir hier auf die Hauptstraße Benninghauser Heide. Das ist jetzt ein bisschen doofer Abschnitt von rund 2,8 Kilometer, knapp 3 Kilometer. Dann kann man aber nach Hinterheiligenhausen links abbiegen und dann nochmal einen kleinen abseits gelegenen Schlenker machen durch die Heiligenhauser Märsch. Vorbei am Pastorat Katholische Kirche St. Clemens. Dann muss man leider wieder 800 Meter fahren und dann kann man sich wieder links in das Gebüsch schlagen, wollte ich schon sagen. Also dann hier am Hagedornsweg über die Lippe und dann rechts immer der Lippe entlang. Und das ist ein Abschnitt, der ist wirklich traumhaft schön. Den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Den kann man dann fahren. Ja, hier links der Kollege, der lässt sich's gut gehen. Macht eine kleine Radelpause. Also, wie gesagt, hier diesen wunderschönen Uferweg, immer direkt an der Lippe entlang, wo man ganz tolle Einblicke hat, landschaftlich. Und dann geht's hier unter der Udener Straße durch und man kommt dann hier auf dem Wohnmobilparkplatz raus und dann geht's von dem Wohnmobilparkplatz über die Bückeburger Straße hier die Brücke über die Lippe. Ja, wir haben uns so ein bisschen durch das Zentrum geschlagen. Ja, hier leider, wie man sieht von der Markierung auf der Fahrbahn, Ende des Radwegs. Aber man muss sich, oder wir haben uns, dann wollten wir hier so ein bisschen durch Lippstadt Zentrum uns ein bisschen die Geschäfte anschauen.
mit dem Ziel, dann auch einmal durch das Zentrum zu radeln, dann in der Fußgängerzone, dann auch noch ein schönes Eis uns zu gönnen. Genau, hier links ist dann eine Pizzeria, italienische Gasthof und auch Eisdiele. Alles in einer Hand. Dort haben wir dann uns unser Eis geholt. Tja, und jetzt gehen wir hier zu Fuß durch die Fußgängerzone Richtung Rathausplatz. Geht's links rum und dann immer geradeaus. Ja, hier sieht man, dass zur Linken jetzt gleich die evangelische Marienkirche, sehr schönes Kirchlein. Und ihr seht hier, der Platz ist auch mit Pflastersteinen gepflastert. Links auch so ein bisschen Straßencafé-Feeling. Sehr schön. Ja, nur jetzt hier die vor mir liegende Straße, lange Straße ist es, glaube ich. Bisschen doof hier, gerade ein LKW. Da musste ich dann mit dem Rad auf der Straße lang gehen. Ja, der Abschnitt ist jetzt hier nicht ganz so schön. Gott sei Dank ein separater Radweg. Und wir sind denn jetzt auch schon wieder im Grünen und befinden uns hier im Park Grüner Winkel. So heißt es wohl. Ja, ihr seht hier dann auch diverse Lippe, Wasser etc. Sehr schöner Park, kann ich euch auch wärmstens empfehlen. Tja, und jetzt geht's weiter erstmal in Richtung Hauptfriedhof Stadt Lippstadt. So, das ist so ein bisschen grob die Richtung. Hier unter einer Bahntrasse her. Sehr idyllisch hier von der Landschaft. Wir hatten also, unser Ziel war es, dann zu dem Zachariassee zu gelangen. Das ist ein See, den hat der Nabu wohl. Hier sind wir jetzt übrigens gerade an dem Friedhof, den ich gerade erwähnt hatte. Den hat der Nabu-Verband wohl gekauft, wenn ich mich nicht irre. Schlagt mich jetzt tot, falls ich da was Falsches sage, aber das ist so das, was ich in Erinnerung hatte. Hier übrigens noch eine Ausflugslokalität, wo man denn was futtern könnte, wenn man denn wollte. Dorf Alm Lippstadt heißt es wohl. Wollte ich mir da mal kurz anschauen, liegt hier auf dem Weg. Und hier geht es denn jetzt immer an der Lippe entlang. Also wie gesagt, wir wollten zu dem See, zu dem Zachariassee, so heißt er. Da gibt es dann auch einen Unterstand. Hier rechts schöne Blicke in die Lippe, die ja hier oder überhaupt relativ gemächlich durch das Lipperland fließt. Ja, und vorbei ging es auch an der Burg Lipperode, so heißt die. Das ist auch mehr oder weniger nur noch eine Ruine. Aber ist auch ein schöner Park drumherum. Aber den haben wir uns heute hier so nicht angeschaut. Ja, hier geht es dann, glaube ich, über den Amtswiesen, und rechts von uns war die Knappstraße, also die ist genau an dieser Stelle trennt, ist die Straße getrennt. Ja, es geht hier weiter, wie gesagt, immer an der
Lippe entlang. Jetzt biegen wir hier auch, sind wir jetzt von der Lippe abgebogen und fahren hier durch, ja, Märschgraben. Ich glaube, das ist auch noch ein kleines Bächlein oder Flüsschen. Und schlagen uns jetzt weiter Richtung Norden durch. Hier jetzt die Deddinghauser Straße und Sandstraße, die wir da als Landstraße überquert haben. Dann geht es jetzt hier so ein bisschen am Friedhof der jüdischen Gemeinde Lipperode vorbei. Sehr schöne Landschaft auch hier. Ja, zur Linken haben wir Lipperode, wohl ein Ortsteil von Lippstadt. Ja, und wie gesagt, wir sind hier auf Schleichwegen unterwegs zum Zachariassee. Ihr seht, landschaftlich ist das sehr, sehr schön. Obstwiesen, Streuobstwiese. Könnten, glaube ich, sogar Kopfweiden hier gerade sein. Ja, und wir werden gleich auch noch auf das Hofcafé, also Landcafé Kemmershof, das ist hier jetzt zur Rechten gewesen, treffen. Also wer dann noch Kaffeedurst hat und ein Tässchen Kaffee möchte und vielleicht auch Kuchen. Leider waren wir da noch nie drin, aber im Internet, das sah ganz toll aus. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir hier am Zachariassee. Das war unser Etappenziel und unser Wendepunkt. Also wer diese Tour macht, möge denn sein Fernglas mitnehmen oder wenn vorhanden vielleicht auch Spektiv. Heute an dem Tag, wo wir gerade hier waren, saß dort jemand drin und hat gefilmt mit sehr langem Teleobjektiv. Denjenigen habe ich natürlich jetzt nicht in den Aufnahmen. Ihr seht hier mal so den Ausblick durch die Luken. Einige Gänse, Wasservögel. Ja, ich hatte auch mein Fernglas mit, ein bisschen durchgeguckt. Tja, man kann dann wahrscheinlich auch ab dieser Jahreszeit so einige Überwinterungsvögel dort sehen. Und ja, da gibt es halt immer ein bisschen was zu gucken. Gut, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Leider kann man das Gebiet oder den See nicht umrunden. Ja, man kann ein Stück am See entlang fahren, aber wirklich umrunden geht nicht. Deswegen wieder hier zur Linken das Landcafé Kemmershof. Und wir fahren jetzt auch ein Stückchen auf der Straße, wie wir die auch gekommen sind. Allerdings fahren wir die jetzt weiter in Richtung Westen wieder zurück und kommen eigentlich dann am Margaretensee vorbei, wobei wir da allerdings nicht viel von sehen werden. Also es geht dann hier so am Bocker Kanal entlang. Ja, ihr seht, das ist auch eigentlich ein sehr schöner Weg, recht ruhig, bis auf die gelegentlichen Straßen, die dann hier so auftauchen. Ich glaube, das müsste jetzt hier die B55 sein. Das war dann so von der Umfahrung ein bisschen blöd gemacht, aber okay. Hier ging es denn links rum
und dann unter der Straße links. Ja, ist wie gesagt ein bisschen nicht so schön gemacht, aber was soll's. Ist an der Stelle ein bisschen tricky. Ja, ihr seht, jetzt muss man hier, kann man dann an der Stelle die Straße dann Gott sei Dank überqueren. Und dann geht's auch wieder ruhig weiter. Das müsste, glaube ich, der Delbrücker Weg sein. Wie gesagt, ist alles unter Vorbehalt. Wer meint, dass ich hier was falsch kommentiere, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Ja, es ging dann immer so ein bisschen am Bocker Kanal entlang. Sehr schöner Weg mit sehr viel Laub. Und jetzt kommen wir hier wieder in ein Stadtviertel hinein. Das könnte hier die Kapeller Stiftsallee sein. Denn wir haben ja hier auch gerade die Bahnstrecke überquert. Das könnte jetzt hier die Beckumer Straße sein und dann fahren wir hier weiter geradeaus. Ja, und jetzt schlagen wir uns wieder so halbwegs Richtung Süden. Ich glaube, hier das müsste da sogar der Bocker Kanal wieder sein, den wir hier mit dem kleinen Brückchen überquert haben. Und jetzt kommen wir hier, stoßen wir hier jetzt auf die Querstraße, den Böbbingweg und fahren jetzt dann hier vor uns liegend am Böbbing durch dieses Viertel, um dann geradeaus hier uns rechts in den Wald weiter fortzubewegen. So, jetzt haben wir die Siedlung durchquert. Jetzt geht es wieder hier den Wald entlang. Beziehungsweise wieder landschaftlich schönere Strecke. Gerade mal, aber leider finde ich den Namen und nicht durch das Wäldchen und wir treffen dann hier auch wieder auf die Lippe. Das ist hier die Stelle, wo wir auf dem Hinweg rechts über die Brücke abgebogen sind Richtung Lippstadt. Und jetzt hier mal noch ein Blick in die Lippe von diesem Brückchen aus. Nennt sich hier Lippe Hagedornsweg. Hagedornsweg, genau. Ja, jetzt sind wir wie gesagt hier schon auf dem Rückweg und treffen dann hier an dieser Stelle wieder auf die Heilighäuser, auf den Heilighäuserweg, so heißt das. Das ist wieder hier diese Landstraße, wo es nicht so schön ist, lang zu radeln. Auf dem Rückweg einige Einblicke. Ja, ihr hört, die Straße ist von den Fahrgeräuschen her laut dafür, aber Entschädigung durch die sehr schönen Einblicke in die Landschaft. Ja, hier gibt es dann auch schon mal Hofverkauf von Wurst und Fleischwaren, auch leckeres Süppchen. Wer also mag unterwegs, muss nicht verhungern. Ja, hier wieder vorbei an dem Friedhof zurück. Und jetzt sind wir auch schon an unserem Ausgangspunkt wieder in Eickelborn, wo wir geparkt haben.
Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wie immer. Viel Spaß beim Nachradeln und würde mich über ein Abo und oder Daumen hoch bedanken. Und tschüss.